Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Der G-Dienstbier hat mir einen Kommentar geschrieben, der sehr hilfreich, aber auch genial war. Und zwar genial in Form von, er hat mich nicht ungewollt gespoilert. Wie hat das gemacht? Ganz einfach. Er hat 3 Zeilen Text geschrieben und hatte da reingeschrieben sowas wie, wenn du weitere Tipps haben möchtest, weiter runterscrollen. Und dann steht nämlich bei mir Read More und dann muss ich draufklicken und dann geht das weiter. Und da habe ich dann natürlich draufgeklickt und war sehr interessiert, denn das war auch sehr hilfreich. Zum einen hatte er mir, ich fasse mal ganz kurz zusammen, er hatte mir einfach nur gesagt, dass ich den Tierpflegern personalisierte Aufgaben geben soll. Heißt eigentlich nur, ich soll jedem Tierpfleger eine Aufgabe nur zuteilen und nicht mehrere. Die Tierpfleger haben aktuell die Aufgabe, Tiere füttern, Gehege säubern und Vivarien. Aber Vivarien fällt ja bei uns weg. So, sagen wir jetzt mal, die haben 2 Aufgaben und die vernachlässigen immer eine. Heißt, ich muss jetzt einem Tierpfleger sagen, du sollst beispielsweise 2 Gehege sauber machen. Da müssen wir dann auch nochmal dran arbeiten, denn ich muss die Mitarbeiterbereiche ein bisschen feiner definieren. Beziehungsweise wir lassen die, die wir jetzt haben, aber sagen dann den Tierpflegern, ihr habt spezielle Arbeitsbereiche, was natürlich dann den Arbeitsbereich einschränkt und die Tierpfleger haben nicht so weite Laufwege, ist natürlich auch sehr hilfreich. Da ist aber jetzt die Frage, wenn ich jetzt denen personalisierte Aufgabe gebe, kümmern die sich dann um nichts anderes mehr, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Tiere verschicke, dann sehe ich öfters, kann auch sein, dass ich falsch liege, dass die Tierpfleger öfters Tiere einpacken in so Kartons oder Kisten, je nachdem welches Tier es ist, und verschiffen das dann. Fällt das dann weg oder kümmern sich dann nur noch die Tierärzte drum oder machen das trotzdem noch beide? Das ist jetzt halt die Frage, aber werden wir jetzt gleich sehen. So, wir gucken jetzt erstmal. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal jetzt... Warte, ich mache jetzt erstmal im Pausenmodus. So, heißt, wir sagen jetzt... Ich hatte mir überlegt, dann wie realisiere ich das? Weil, wenn ich jetzt einem Tierpfleger sage, hör mal, mach das Gehege sauber... Dann macht er ja nur da sauber, aber füttert die nicht mehr. Heißt, ich brauche theoretisch 2 Tierpfleger für ein Gehege. Aber durch meine Genialität fällt das wieder weg. Denn, überheblicher, ich weiß. So, auf jeden Fall fällt das weg. Denn ich werde einem Tierpfleger sagen, der soll sich um 2 Gehege kümmern. Und das heißt dann, 2 Tierpfleger sind für 2 Gehege zuständig. Genial, oder? Das heißt, ein Tierpfleger kümmert sich, sagen wir mal, bei den Löwen und bei den Geparden, genau, Geparden, ums Fressen. Und dann der andere Tierpfleger kümmert sich dann bei den Löwen und bei den Geparden um die Sauberkeit. Ich glaube, dass das funktionieren könnte. Wobei, wir haben ja noch das Afrika-Großgehege. Da sind mehrere Tierarten drin. Ne? Da sind 1, 2, 5, 8, 12 Tierarten drin, die auch sehr viel Dreck machen und sehr viel Hunger haben. So, ach so, warte, mir fiel noch ein. Mir hat jemand geschrieben, ich habe bei den Warzenschweinen Essenstableau vergessen. Tatsache. Oh, danke für den Hinweis. Stimmt. Hatte ich nämlich noch drunter geschrieben, kümmere ich mich drum. Beziehungsweise ich gucke mal nach. Essenstableau Warzenschwein. Das machen wir jetzt als allererstes, weil das ist die kleinste Arbeit heute. So, Warzenschweine, da haben wir sie. Und dann Essen. Warte mal. Ne, stimmt. Die haben wir echt nicht hier gebaut. Stimmt, im Afrika-Großgehege hatten wir die nämlich gebaut. Okay. Sehr aufmerksam, vielen Dank. So, platziert. Fertig. Okay. Jetzt kümmern wir uns darum, die ganzen Arbeitsbereiche nicht neu zu definieren, aber spezifischer definieren. Ja, so. Pass auf, wir gehen auf Mitarbeiter. Warte. Erstmal Verbrechen. Och, das ist aber mickrig. Okay, da sind wir schon Schlimmeres gewohnt. Dann sagen wir Arbeitsbereiche. Neuer Arbeitsbereich. Dann sagen wir hier. Gehege, Löwe und ich würde sagen, Gehege, Gepard. Wie nennen wir das? Gelö. oder sagen wir Arbeitsbereich Gehege, Leopard. Ach, warte mal. Oh, das wird komplexer. Weil für diese Arbeitsbereiche, die Tierpfleger müssen ja natürlich auch noch hier hin, ne? Ob die jetzt alles nutzen, weiß ich nicht, aber... Oh, warte mal. Das heißt, die nutzen das hier. Warte mal, dann könnten wir doch eigentlich 2 Mitarbeiter für 3 Gehege machen. Ja, jetzt werde ich wieder Größenwahn, ich weiß, aber... Hat einfach den Grund... Wo haben wir denn hier den Eingang von dem Elefantengehege? Das müsste doch eigentlich hinten gewesen sein, ne? Ja. Okay, hat den Grund. Und zwar... Werde ich das jetzt noch ein bisschen anders alles aufteilen?
Nein, das hat einfach den Grund, dass ich jetzt diese drei Gehege sage, weil, ja, wie nennen wir das denn? Weil die gehören irgendwie zusammen. Und der Mitarbeiter, der, sagen wir mal, hier füttert und hier füttert, das sind relativ kleine Gehege, möchte ich kurz anmerken, dann kann der sich auch um drei kümmern. So, das haben wir jetzt schon mal. Dann nennen wir den Arbeitsbereich, boah, jetzt müssen wir irgendwas finden. Gehege Afrika 1. Total genial. Gehege Afrika, warte, da muss noch ein Bindestrich zwischen, 1. So, dann sagen wir neuer Arbeitsbereich. Das wird dann der und der werden. Na. Jetzt macht doch, ja, so. Da sagen wir dann, genau, stimmt. Hier würde ich dann tatsächlich, glaube ich, nochmal neue Personalgebäude hinsetzen. Warte, das machen wir mal ganz kurz, bevor ich da jetzt weitermache. Und zwar, damit die Mitarbeiter, ja, der, ich sag mal, der Weg ist jetzt nicht so weit, ne, bis, der ist auch nicht so weit. Ach, dann können die hier mitarbeiten. Ne, die können jetzt hier mitarbeiten, das sehe ich jetzt. Brauchen die eigentlich Toiletten, Mitarbeiter? Weil die hier gehen ja jetzt gar nicht auf Toilette. Weil die sind ja jetzt im Arbeitsbereich, da ist kein Toilette. Müssen die auf Toilette oder haben wir denen das untersagt? Das ist jetzt die Frage. So, Arbeitsbereiche. Da. Gehege. Afrika. 2. So, dann müssen wir aber noch definieren. Und zwar, ich binde die jetzt einfach mal alle mit ein. Das wird ja nicht so tragisch sein, denke ich mal. Und das ist in Ordnung. So, das haben wir. Da ist ein Transformator, der ist ja erstmal irrelevant. Den brauchen wir jetzt nicht. Und den brauchen wir auch nicht. Den da. Den brauchen wir auch nicht. Und dann haben wir es aber, ne? Dann haben wir hier die 4 Gebäude. Ja, okay, alles klar. Das müsste passen. Dann sage ich neuer Arbeitsbereich und sage Afrika Großgehege mit denen hier zusammen. Und nenne es Bereich. Ne, Quatsch, nicht Bereich. Gehege, Afrika. Jetzt könnte ich groß natürlich schreiben, aber wir bleiben unserer Linie einfach treu und sagen 3. Oh, Geheg. Da war ein E weg. Der hat sich verdrückt. So, jetzt sagen wir Mitarbeiter, Tierpfleger. Jo, jetzt haben wir ein Problem. Gekündigt. Ups. Afrika. Wir müssen nämlich eine neue Struktur aufbauen. Afrika. Aber ist nur jetzt, keine Sorge, nur bei den Tierpflegern so. Heißt, Afrika sind sie alle weg. So, dann sagen wir Tierpfleger. Afrika Großgehege bekommt 2 Tierarten. Zwei Pfleger? Ich glaube schon. Gucken wir mal. Gehege Afrika 3. So. Gehege Afrika 3. Ah, ja. Wow. Warte mal. Der Sache, dem sagen wir jetzt, der soll Gehege reinigen. Der soll Tiere füttern. Jetzt wird's schwer. Weil eigentlich, also ich sag mal, für die Größe bräuchten wir theoretisch. Obwohl, ist ja nicht viel größer als das zusammen, ne? Und wenn wir da 2 Tierpfleger... Komm, wir testen das einfach mal, ne? Im Notfall können wir immer noch reagieren und sagen, immer, du bist, dich brauchen wir, wir brauchen noch mehr. So ungefähr. Okay, der ist jetzt deprimiert, das heißt, der ist gekündigt worden. So, dann sagen wir... Tierpflege, genau. Dann brauchen wir wieder 2. Jetzt brauchen wir halt ein paar mehr, aber nicht viel mehr, als wenn wir jetzt noch welche einstellen würden. So blöd das jetzt gerade klingt. Nach dem alten System bräuchten wir theoretisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tierpfleger. Und jetzt brauchen wir 6. Klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, aber auf die Masse gerechnet ist es natürlich besser. Ich rede mir gerade schön. Wir versuchen es einfach. Aber die arbeiten auf jeden Fall effektiver. So, du bist... jetzt wird das jetzt... da hinten ist 1. Das heißt, das ist 2. Obwohl, das ist ja eigentlich Latte. Gehege Afrika 2.
Und du machst bitte nur... Entschuldigung, da. Gehege reinigen, genau. Und du machst... Warte mal, du gehst in Afrika 2 und du fütterst die nur. Das haben wir haben einen Fütterer und einen Reiniger. Das war jetzt hier auch, muss ich nochmal kurz nachkontrollieren. Aber ich meine, es war so reinigen und du hattest füttern. So, jetzt bin ich mal gespannt gleich. Dann haben wir hier, das war Gehege 1, heißt, wir müssen jetzt hier nochmal 2 Tierpflege einstellen. 1, 2. Und da sagen wir dann, so, Afrika 1, ich war jetzt im Überlegen, Gehege reinigen, genau. Und du bist dann füttern und auch Afrika 1. So, damit sich das schon mal ein bisschen beruhigt hier und nachher nicht so lang rendert, habe ich schon mal auf Play gedrückt. So, das haben wir jetzt schon mal. Jetzt, oh, die müssen wir auch noch wegmachen. Das müssen wir hier auch noch korrigieren und das müssen wir noch machen und das müssen wir noch machen und ja, ich sag mal so, wir haben noch einiges zu tun. Achso, Negativeinflüsse wollte ich mal ganz kurz gucken. Negativeinflüsse, ja, passt. Passt, okay, da ist sehr viel Müll, aber es passt. So, weil ich würde das hier gerne irgendwie so in die Mitte schieben. Schön hier neben den Löwen auf Klo gehen. Dann hörst du halt Gebrüll und sagst, das war nicht ich, sondern das war der Löwe. Gute Ausrede. So, jetzt gehen wir ins Startgebiet. Das wird schwieriger. So, weil hier haben wir nämlich noch nicht die Gebäude. Wir haben hier Tierpflegerhütte und Mitarbeiterraum. Oh, weißt du, was wir brauchen? Haben wir eine Arztpraxis hier? Ja, eine Arztpraxis haben wir hier, okay. Dann haben wir eigentlich alles hier, ne? Personalraum haben wir. Auktionshaus. Ja, passt doch. So, das Gleiche machen wir natürlich hier auch. Hier brauchen wir dann... Das ist natürlich jetzt unpraktisch hier alles. Das ist sehr unpraktisch. Wie machen wir das da? Die beiden Gehege zusammen und die beiden Gehege zusammen? Ja, macht Sinn, weil hier ist nämlich, ne, hier siehst du ja Tierpflegerhütte. Macht schon da Sinn. Ja, machen wir hier eine Tierpflegerhütte hin. Und einen Mitarbeiterraum. Müssen wir noch gucken. Aber ich glaube, den können wir. Ach, den können wir gar nicht hier hinstellen. Weil die Negativeinflüsse. Ja, gut, doch, geht wohl. Geht so, ne? Theoretisch geht das so. Und hier wird auch keiner negativ beeinflusst. Ja, ja gut. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, Mitarbeiterraum, können Sie den nutzen? Nee, komm, wir machen das jetzt so. So, die Tierpflegerhütte kann hier aber weg und kann dafür dann hier hin. Falls du dich jetzt gerade fragst, warum ich den Pausenraum da lasse, hier für die Angestellten des Verkaufsmanagements. So, dann würde ich sagen... Okay, das müssen wir dann so machen. Heißt, den müssen wir nochmal ein bisschen nach hinten verschieben. So, so müsste das passen. Na, noch ein bisschen nach hinten. Ja, so, Wege... kommen hier natürlich die Mitarbeiterwege hin, damit die Gäste nicht ungefragt da hingehen und sich nachher beschweren. Dann müssen wir hier erstmal die Zäune wegmachen. Ach, ich hätte ja eigentlich, warte. Ich kann die ja ganz einfach, oh, kann die ja ganz, ja, ich kann die ja ganz einfach ein bisschen nach hinten ziehen. Und zwar sagen wir mal, bis hier. Der wird immer weit erweitert. Ist so. Okay, den machen wir wieder weg. Und dann machen wir hier 4 Stück dran. So. Dann haben wir das auch schon mal erweitert, das Areal. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir hier schon mal 2 Gebäude. Warte mal. Das ist doch Blödsinn. Das hier ist Blödsinn. Weil wir haben ja hier eine Tierpflegerhütte. Wupp, weg.
So, dann brauchen wir hier auf jeden Fall aber einen Tierarzt. Tierarzt! Mitarbeitereinrichtungen, Tierarzt. Nee, hier, Stadt würde ich gerne nehmen. Klassischer Mitarbeiterraum, Tierarztpraxis. Klassik. Ja, ja, das ist gut. So. Genau, und dann müssen wir nur gucken, wegen Negativeinflüsse, aber müsste eigentlich passen. Jo, passt. Sehr schön. Ein bisschen nach hinten. So, schön ausrichten. Ja, dann müssen wir hier natürlich wieder so einen Weg hinsetzen. Oh. Ja. So, Tierarztpraxis haben wir, Tierpflegerhütte haben wir, Personalraum, Ausruhraum haben wir. Theoretisch könnten die hier nutzen wahrscheinlich auch das hier. Gehe ich jetzt mal schwer von aus. So, was haben wir, was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Ah! Aktionshaus, ne? Das hatten wir hier auch, oder? Tierarzt, Pausenraum. Ja, 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 Aktionsraum, stimmt. Auktionsraum. Den eBay-Raum braucht man natürlich noch. Den eBay-Raum, wie sieht der denn aus? Personal, Quarantänebereich, Handelszentrum, da ist er doch. So, dann setzen wir den hier hin. Gucken mal, aber müsste eigentlich, ist eine Wellenlinie, guck mal hier. So, machen wir den Weg auch noch anders. So. Und Negativeinflüsse passt auch, sehr schön. Dann sagen wir Arbeitsbereiche, Start. Wir fügen das auf jeden Fall dem Startthemenbereich natürlich noch zu. So, hallo, hallo, danke. Oh, guck mal, siehst du? Gut, dass wir darauf geachtet haben. Gut, dass wir das gemacht haben. So, jetzt geht's los. Also, wir haben jetzt, wir machen das wieder so, Gehege 1, Gehege... Oh, das sind drei Gehege, ne? Gehege 1, Gehege... Oh. Ja, komm, die machen wir zusammen. Dann machen wir hier die zwei und die drei gehören dann zusammen. Ja, so machen wir das. Wir müssen nur gucken. So, hier ist Forschungslabor. Das brauchen wir ja nicht für die Tierpfleger. Wir könnten theoretisch hier alle nehmen, ne? Ja, sag mal, hier ist ein Forschungslabor und da ist ein Forschungslabor. Ciao. Oh! Ups. 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 Stimmt, das hatten wir gemacht, weil damit die Forschung weiter gefächert ist, damit da halt mehr forschen können. Was aber eigentlich Blödsinn ist, weil wir jetzt verschiedene Bereiche haben. Kaywin, hallo. Big Time FM, hallo. Queen Elizabeth, Barbecue, hallo. Jing Ling Ding, hallo. Und Midurka, hallo, einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen. So, dann sagen wir jetzt Arbeitsbereiche. Ja, wir fügen die beiden zusammen, das macht auf jeden Fall Sinn. Und die drei. Weil hier ist der, ne, hier ist nicht der Eingang. Wo ist denn hier der Eingang? Da, da ist der Eingang, ja, müsste eigentlich passen. So, das heißt, wir sagen hier Zoo, Arbeitsbereiche. Ne, Quatsch, erstmal Mitarbeiter wieder kündigen. Tierpflege. Und zwar Start. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja, Arbeitsbereiche. So, neuer Arbeitsbereich. Sagen wir RR. Ne? Hallo? Ne? So, und ihr drei. Fertig. Da sage ich dann... Gut, das ist in Ordnung hier drin. Gehege... Start 2. Geht jetzt gerade vom Eingang aus. Start 2. So, dann sage ich neuer Arbeitsbereich. Das Gehege und das sowie. Obwohl, der Pausenraum hier, den können wir ja nutzen, ne? So. Mitarbeiterraum klein. Tierpflegerhütte ist richtig. Tierhandelszentrum ist richtig. Was ist das hier eigentlich? Forschungszentrum? Ne, Forschungszentrum brauchen wir nicht. Ich brauche jetzt noch Tierarztpraxis. Wobei Tierarzt ist eigentlich für Tierpfleger nicht interessant.
Ja, komm. In Vorbereitung dessen, dass wir... Oh, Quarantäne. In Vorbereitung dessen, dass wir eventuell mal irgendwann die Tierärzte da noch hinzufügen, können wir das so machen. So, Tierarzt, Mitarbeiterraum, Tierpflegerhütte, Tierhandelszentrum. Ja. So, und das heißt dann... Da. Gehege. Start. One. Sehr schön. Jetzt stellen wir einen Mitarbeiter. Ich habe die gekündigt, weil die alle 3 Sterne haben und das wird einfach zu teuer. So, Tierpfleger. Dann brauchen wir 2 Stück hier. Ich setze euch jetzt einfach mal hier hin. So. Dann geht ihr nämlich in 1 rein. Du reinigst Start. Da, Start 1. Du reinigst und du fütterst. Start 1. So. Das ist echt, das ist Gedankentraining hier. Weil du musst dir auch merken, ob du alle schon so zugewiesen hast, dass die auch effektiv arbeiten, beziehungsweise nicht irgendwelche doppelt positioniert sind. Dann brauchen wir 2 Tierpflegel. 1, 2. Und ihr werdet dann zugewiesen, Start 2. Genau. Erstmal reinigen und der andere ist dann, ich habe das ja damals extra gemacht, ne? Also ich habe damals wirklich extra das gemacht, dass jeder etwas macht, damit nicht der eine sagt, oh, ich muss immer die Scheiße wegräumen und der andere ist nur am Füttern. Schön mit Obst, ist toll und nascht wahrscheinlich noch selber. Und deswegen habe ich das gemacht. So, das wird ein bisschen leichter, wollte ich gerade sagen, sagte er und sieht 5 Gehege. Vor allem die Japan-Kakerlaken brauchen sehr viel Aufmerksamkeit. Aber, wir können, also die beiden Gehege auf jeden Fall zusammen. Die beiden Gehege zusammen, dann würde ich sagen, die beiden Gehege, oder? Ja, die beiden Gehege machen auf jeden Fall Sinn und das Gehege. Obwohl das sehr groß ist, ne? Aber macht irgendwie Sinn wegen den Eingängen. Guck mal hier, da ist der Eingang, da ist der Eingang, da ist der Eingang. Deswegen macht das schon Sinn. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Hütten mehr. Wir brauchen noch Hütten mehr. Oh Mann. Wo setzen wir die denn neu hin? Ja, hier ist noch Platz, aber da wollte ich eigentlich das Gehege erweitern. Und die Wasseraufbereitung könnte man eventuell hier hinlegen, aber dann hätte ich trotzdem den Trafo noch und der muss ja auch da sein. Das hat schon einen Grund. Weil der Weg ist schon relativ weit, ne? Was haben wir denn hier? Das ist das Große, ne? Tierarztpraxis ist groß, oder? Tierarztpraxis, ne, ist das Kleine. Es gibt nur eine. Okay. Ja gut, aber andersrum. Das Gehege ist ja groß genug anscheinend. Da könnte man ja mal gucken, ob man lieber... Ja, komm, wir setzen ein Gebäude hin. Fehlt da irgendwas? Fehlt da irgendwie ein Eingang oder so? Okay, wie machen wir das jetzt so? Ach so, ich muss ja gucken. Ah, Negativ-Einfluss. Passt. So, hier haben wir den Wege. Nee. So, du gehst jetzt erstmal da gerade raus. Dann benötigen wir... Ich glaube, ich vertue mich immer mit der Maserung. Ich glaube, die ist das. Mach mal auf 7 Meter. Achso. Hä? Nee, Quatsch. 7 Meter. 4. Ich erwische immer die falsche Maserung. Immer. So, dann sagen wir hier runter. Genau. Und da binden wir... Oh. Können wir das eventuell noch...
Tick nach hinten ziehen? Hä? Wieso verbindest du das denn mal? Wenn ich jetzt da winkel, wird der verbunden. Wenn nicht, dann nicht. Ist blockiert, natürlich. Kommt auch immer drauf an, wie weit du die Maus jetzt nach hinten ziehst. Guck mal. Hä? Ja. Nee. So ist falsch. So ist, Okay, müssen wir das noch ein bisschen nach hinten, einen kleinen Sticken. Komm, pass auf, dann ziehen wir das noch einen ganz kleinen Dicken nach hinten. So. So ist verbunden. Aha. Jetzt machst du es. So, Rasterausrichtung deaktivieren wir lieber. Jetzt kommen wir nämlich jetzt gerade hier raus. Sehr schön. Und dann können wir das eventuell. Das ging sich um den Pfeiler da. Der hat mich so ein bisschen gestört, dass das da so gegenkam. Okay, wir versuchen das jetzt einfach mal. So, ne? Ja, jetzt brauchen wir hier nur einen anderen Weg. Hahaha. Wer hat's erfunden? Ricola. So, jetzt haben wir hier eine Tierarztpraxis. Sehr schön. Dann brauchen wir hier noch einen Mitarbeiterraum. Mitarbeiterraum und einen Mitarbeiterraum. Mitarbeiterraum. Ist das ein Mitarbeiterraum? Du bist ein Pausenraum. Ist egal. Du bist ein Pausenclown. Den setzen wir aber am besten. Hier hin, oder? Oh, das passt sogar mit dem Weg. Wege. Warte. Ah, das ist kein Mitarbeiterweg, den wir hier gemacht haben, ne? Oh, miese Brise. Pass auf, der kommt wieder weg. Weil der muss woanders platziert werden. Mitarbeiterraum ist der hier. Geh doch. Ich verstehe das nicht mit dem Andocken. Wieso die das jetzt hier mittlerweile so machen? So. Ist schön. So kann man das machen. Wir bräuchten nur Leute, die so bis 30 cm groß sind. Oh Mann. Tierpflegerhütte. So, jetzt aber, ne? Jetzt haben wir die richtige Höhe. Sehr schön. So, Tierpflegerhütte. Dann brauchen wir eine Krankenstation, hatten wir. Pausenraum. Definitiv brauchen wir auch noch. So, kann ich gar nicht hier platzieren. Nein, jetzt geh nicht wieder da oben hin. Oh. Tierarztpraxis. Das ist der Pausenraum, Mitarbeiterzentrum, ja. Ich platziere das jetzt erstmal da, dass ich so ein kleines Brainstorming habe. Und was braucht man noch? Was braucht man noch? Ah, hier, Handelszentrum. Stimmt. So, Handelszentrum könnten wir doch theoretisch hier hinsetzen. Muss ich den Weg halt nur austauschen. Ja, müsste ich den Weg nur austauschen. Ich platziere jetzt erstmal. Den setzen wir dann. Achso, Quatsch. Den setzen wir dann hier hin. Was war das denn jetzt? So, das passt, ne? Auf engsten Raum hier bauen. Ist eigentlich genau mein Ding. So. Und dann müssen wir die hier nur ein bisschen drehen. Hier hinzufügen. Noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. So, ne? Und passt. So. Jetzt können wir den hier eventuell noch mal ein ganzes Stück nach rechts ziehen. Hat einfach den Grund, weil dann kann ich nämlich jetzt hier gerade abschließen. Hallo? Ja, danke. Weil das
Achso, warte. Mist. Okay, dann machen wir das so. Mitarbeiterweg. Moment. Ich habe dir nicht erlaubt zu konnektieren, ne? Ich habe es dir nicht erlaubt. So. Der will dann automatisch, ne? Automatisch will der sich hier verbinden. So. Oh, geht nicht, schade. Ah, geht doch. So. Mein Freund. Okay, dann können wir den wieder drehen. Ja, die Kurve finde ich wesentlich besser. Dann... Achso. Warte mal. Ah, ich kann mich damit abfinden. Komm. Ich kann mich damit abfinden. Oh, warte mal. Warte mal. Ich habe gerade noch eine brillantere Idee. Und zwar... Okay, noch ein bisschen weiter, ne? So. Machen wir den hier wieder weg. Ah, ist schon manchmal... Oh. Ich wollte gerade sagen, manchmal schon brillant. Mhm. So. Wege. Wie machen wir das jetzt? Nee, pass auf, du sollst gerade rauskommen. So. Und dann sollst du dich erst verbinden. Ja, und hier verbinden wir das auch. Ja, geht. 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 Ja. So, dann fügen wir auf jeden Fall Arbeitsbereiche neu hinzu. Und zwar erstmal Bereich Arktis. Da sagen wir jetzt die drei vier hinzugefügt. Und dann sagen wir neuer Arbeitsbereich. Sagen das. Das und das. Ich glaube, ich werde hier auf jeden Fall vier Tierpfleger einstellen müssen, wegen den Japan-Kakerlaken und wegen dem Großgehege. Müssen wir aber gucken, wie gesagt. So, das ist schon mal in Ordnung. Dann nennen wir das nämlich Gehege. Eigentlich müsste ich das ja Eisgehege nennen, weil es ist ja kein arktischer Themenbereich mehr, sondern hier kommen eigentlich alle Tiere hin, die Schnee bevorzugen oder Gehege Schnee oder so. Aber ich lasse jetzt einfach mal Arktis. Arktis 1. So, und dann sagen wir neuer Arbeitsbereich. Das und das. Ja gut, hier haben sie einen längeren Laufweg, ne? Das muss man ja auch sich vor Augen führen. So, dann hatten wir hier... Ne, Werkstatt brauche ich nicht. Forschungszentrum... Brauche ich nicht. Mitarbeiter. Ah, Forschungszentrum, stimmt. Bräuchte ich theoretisch ja für die Tierärzte, wenn. Na gut, können wir ja immer noch machen. So, was haben wir hier? Mitarbeiterraum Tierhandelszentrum. Ja, ist in Ordnung. Tierpflegerhütte? Ja, ist doch in Ordnung. Sind doch alle vier. Und die beiden Gehege. Habe ich jetzt alles? Habe ich alles bedacht? War das so simpel? Anscheinend. So, dann sagen wir nämlich jetzt hier Gehege Ark. Wo ist das K? Tis 2. Sage hier Tierpflegel Arktis. Yep. Dann haben wir Arktis und Arktis. Irgendwas übersehen? Ja, da unten die Tierpflege. Die habe ich noch nicht gekündigt. Bereich Start. Weil der ist ja überflüssig. Bereich Start. Bereich Afrika. Bereich Arktis.
Theoretisch brauche ich auch nur nach den Sternen gehen. So, und sage dann... Zwei Tierflegel. So. Die... Du arbeitest reinigen und Gehege. Gehege, Gehege. Gehege? Arktis 1. Ja, Gehege Arktis 1. Du sagst, du darfst Tiere füttern und Gehege Arktis 1. Dann habe ich es, glaube ich, ne? Gehege Arktis 1. Nochmal zur Kontrolle. Gehege Arktis 1, ja, ist richtig. Dann braucht man nochmal zwei Tierflegel für Gehege Arktis 2. So, dann haben wir das jetzt aber. Tierflegel. So, 1, 2. Stehen auch freudig erwartend schon, siehst du, ne? Diese muskulöse, männliche Haltung. Oh Mann. Die sind hochmotiviert, man sieht es. So, Arktis 2. Und Arktis 2. Fupp. Springen vor Freude auf jeden Fall. Okay, mittelamerikanischer Tapir, Überbelegung. Müssen wir mal ganz kurz gucken, weil das geht natürlich nicht. Sind das Einzelgänger? Echt jetzt? Mittelamerikanischer Tapir. Ja, Tatsache. Okay, die haben insgesamt drei Tiere hier. Das wäre dann Weibchen, Weibchen. 83%. Alles klar. Pass auf, dann Tier im Tierhandelszentrum einlagern. Jo. Schwuppdiwupp ist es weg. Bevor die Akkus hier sich nachher wehtun. Und dann können wir den nämlich... Achso, geht nur hier, schnell. Ich kann die ja noch nicht aussiedeln, ne? Ne, ne, ne. Okay, bestätigen. 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 Wir bestätigen immer noch. Jawohl, dankeschön. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass das alles so passt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Kaffernbüffel werden sich paaren. Das ist erfreulich. Das freut mir. So, Krankheiten sind lebensbedrohlich. Ja... Deswegen sollte eigentlich auch ein Tierarzt kommen, wobei mein Tierarzt, naja, weiß nicht, irgendwie am Chillen sind wahrscheinlich irgendwo. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt hier organisatorisch einiges geregelt und ich hoffe einfach mal, dass die Sauberkeit und die Zufriedenheit der... Tod? Nee. Dass der Tiere dann zunimmt und auf jeden Fall ein paar Probleme dadurch beseitigt werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.